Unsere Kriegsmaschinen sind bereits nach wenigen Metern im Morast stecken geblieben. Ist das ein verdeckter Diss der Autoren in Richtung der Game Designer, weil Kriegsmaschinen so nutzlos sind? Und nun sind wir wieder hier. Vier Völker gegen das dunkle Volk und mal wieder müssen wir alles alleine machen. Zwar sieht das Skript vor, dass die anderen Völker unter bestimmten Umständen die Initiative ergreifen, aber wie wir wissen, funktioniert das nicht. Was sehr schade ist, insbesondere, weil die verbündeten Siedlungen auch hier wieder kleine Kunstwerke sind. Oh, und die schöne Armee, die wir in der letzten Mission aufgestellt haben, kriegen wir auch nicht. Deshalb sinnloser Füller. Und das dunkle Volk hat auf normal wieder 150% Kampfkraft. Zum Glück ist unser einziges Ziel, diese dunkle Festung zu zerstören. Solange wir das schaffen, ist alles andere unwichtig. Und da beide feindlichen Spieler meiner Kopter besitzen, wird meine Cheese-Strategie perfekt funktionieren. Allerdings werdet ihr die Landbrücken in eurem Gebiet mit mindestens zwei großen Türmen absichern müssen, damit die dunklen Gärtner und ihre Eskorten keine Probleme verursachen. Ihr habt in eurer Siedlung wirklich viel Platz und Rohstoffe und sogar noch mehr Platz, wenn ihr schnell seid und verhindert, dass die Römer euch dieses Gebiet hier streitig machen. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich die Karte normal vom dunklen Volk säubern. Aber ihr seid für einfache und wirksame Strategien hier und die mit Abstand beste Methode ist, einen Priester und genug Mana zu produzieren. Das nötige Gold findet ihr im kleinen Berg bei eurer Startposition. Nördlich der Römersiedlung gibt es außerdem ein Lager mit Waffen und Gold, welches ihr freischmelzen könntet, aber auch von dunklen Kriegern bewacht wird. Bringt den Priester zur Schneekette, die die dunkle Festung umgibt, schmelzt euch durch und wendet den Tempeltrick an. Ob ihr die Karte per Speedrun löst oder nicht, wenn ihr nicht so wie ich die Videos ausgeschaltet habt, könnt ihr euch danach den Epilog der Trojaner-Kampagne ansehen.